So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück im Kings. Überraschung, Überraschung. Onkel Leon spielt mit. Viele werden ihn kennen, die werden nicht kennen. Das ist der Besitzer vom Kings Casino. Ich bin auch der Richard. War im Kings auch tätig. War dann der Krawattenträger. Vielleicht Leute, die mich kennen. Ich sollte auch gleich noch jemanden dazu bekommen. Ich weiß noch nicht genau wen. Ich will es gleich rausstellen. Kurz zu den Leuten, die am Tisch sind. Leon am Tisch. Und der Hannes. Kenne ich nicht. Dominik, Position 3. Der Ruslan, das ist Spieler aus der Ukraine. Saß ich öfter mit dem Tisch, super aggressiv. Könnte richtig interessant werden. Der Manuel. Auch Stammgast im Kings. Der Lester ist ein neues Gesicht, kommt aus Holland. Kenne ich persönlich, habe ich noch nie gesehen im Kings. Aber wenn Leon am Tisch ist, ist ja egal, wer da ist. Gibt Action, ist garantiert. Ich spiele heute 15, Ante 5. Ey, jetzt sind wir live. Das wird eine lustige Partie wahrscheinlich mit dem Onkel. Dann sehen wir mal kurz Tarkan Karadas, den Poker-Manager aus dem Kings. 45. Oh, da wird. Wenn es bei mir läuft, also Nase auf jeden Fall, weil ich wollte eigentlich heute Tag 2 spielen. Aber ich bin mal wieder ein Heldenspiel aus dem Main gebastelt. Ja, da kann der zerstört sich auch immer selber, also das ist nicht das Problem. Ich glaube, der Ruslan, der wird sich von Leon auch nicht gerne rumschubsen lassen. Das wird Leon auf jeden Fall gefallen, so ein Spiel am Tisch. Da werden wir noch viel Spaß haben heute Abend. Das ist aber auch widerlich, wenn so super aggressive Spieler wie Leon einfach treffen, da ist schon nicht einfach dann zu spielen. Good fall. Really? I will see. Was? Natürlich weiß man genau, die Action wird sie wahrscheinlich in der Partie jetzt auf Leon verlagern. Ich will gerade, Thomas schreibt im Chat, man gerne gegen Casino-Besitzer im eigenen Haus spielen will oder nicht, aber wieso eigentlich nicht? Leon ist einfach, gibt einfach viel Action. Okay, der trifft jetzt natürlich auch die ganze Zeit, das ist natürlich sieht schon ein bisschen komisch aus, aber da braucht man sich im Kings absolut keine Gedanken drüber machen, dass da irgendwie, was da einige mal erzählen, dass da irgendwie was gemacht wird oder so. Der Leon ist einfach Zocker, man darf auch nicht vergessen, der zockt einfach, wenn er spielt, ist er nicht der Besitzer, der ist einfach Spieler im Kings. Das dürft ihr nicht vergessen. Oh.
Na, die da gefeuert werden da nicht. Die kommen dann irgendwo in eine Kammer und werden zwar weggesperrt in der Regel. Und nein, ich mache natürlich einen Spaß. Jetzt sehe ich gerade, der Christian meldet sich auch. Wie, was für ein komischer Moderator. Ich wurde hier eingeflogen. Günther drücken, keine Ahnung, der ist weg. Vielleicht auch noch irgendwo in der Partie fest. Your Twin Towers there. Yeah. I need to buy an airplane. I have an airplane. You already have one. Yeah. Sure. You already have one. Yeah, a bigger one, you meant. A larger airplane. Do you drive your helicopter on your own? Or? Yes. Really? Ah, das finde ich erstmal gut, dass die da jetzt nicht anfangen zu limpen. Der Russland, der wird jetzt selber die Action machen. Very scary, man. Also das sieht man eigentlich auch selten bei einer 15-Partie. Dass da auf dem Open Race gefoldet wird, besonders mit Leon am Tisch. Na, Christian, der Günther ist nicht schwer verletzt, der ist einfach in einem Alter, da musst du einfach mal ab und zu zum Arzt fahren und mal Rücken richten lassen. Button straddle allowed, not allowed? Up to you. No, not to me, you guys, everybody have to say yes. I don't care. Ja, normal, dem Leon erlaubst du einfach alles am Tisch. Da, da wird nicht ja, nein, da wird einfach gesagt, was du willst. Ja. Doesn't matter. I'm happy if you're happy. My business is your pleasure. Leon ist gut drauf, das macht einfach Spaß. Bist du deppert, der Mann, der kriegt Karten, ist ja Wahnsinn. Na, der Russland ist auf jeden Fall auch eine Spielfreude. Impossible. Leon, der lutscht ihm da auch aber alles raus. So. 55, 65, 75. Ah, der Russland wird jetzt einfach nur callen, um einmal zu sehen, was der da macht. Four fold. Check.
Ich sehe gerade im Chat ist auch ein bisschen Action mit Christian und Jens. Da geht es irgendwie um Rücken und Sport und Joggen. Was wollen die eigentlich? Ich weiß nicht, wen du meinst, Christian. Meinst du mich oder Jens? Der Jens ist nicht hier, also ich bin hier. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich noch ein paar Spieler dazu bekommen. In der Regel, wenn Leon spielt, wird die Warteliste immer ein bisschen länger, aber. Immer wenn mich da jetzt einer am Tisch sehen will, der kann dann so eine Auflage bringen, gespielt hat wohl. Das Problem ist halt nicht. Und jetzt wollen wir uns mal hier aufs Wesentliche konzentrieren, mal wieder. Nicht auf dem Chat. Und da ist mal lecker Trips gefloppt. Der andere hat auch noch ein bisschen was. Hopp. Interessant. Schöne Karte für Dominik gekommen. Tricky, tricky. Mr. Lester. Schau mal, ob Dominik das Call, weil Line ist schon ein bisschen strange. Ich glaube nicht, dass es ihm jetzt einen König gibt in dem Spot. Den Fold gefunden. Und ich habe nicht vergessen daraus, wir haben auch kleinere Formate als 15. Wir spielen auch 2,5 mit Min-Auflage 500 ohne Ante. Es wird auch Omaha gespielt. Ihr könnt euch auf cashkings.tv online immer informieren. Ihr könnt euch dort auch bewerben, wenn ihr den Stream spielen wollt. Es wird nicht geraked an dem Tisch. Das heißt, das ganze Geld bleibt am Tisch. Dürft natürlich tippen. Das Hotelzimmer kriegt ihr frei, wenn ihr mitspielen solltet. Essen, Trinken ist natürlich auch inkludiert. Oh, da kriegen wir schon mal ein bisschen Action. Leon mit dem Gutshot. Mal im Mündelpaar wird es da sicherlich nicht vertreiben lassen von Leon. 6 Call.
Dann machen wir mal eine Action-Karte da rein. 18. Wird Manuel sich jetzt, glaub, nur kurz überlegen und nicht wegschmeißen können. 6 Golf, oder? 5 High. Ich glaube, da ist Leon gar nicht mal so sauer, weil er sieht auch mal, dass die Leute auch ihn schlecht nennen callen, dass er auch mal seine guten Nennen auszahlen. Definitiv kriegen wir, was er immer mal weiß. Jetzt werde ich gerade im Chat gefragt, wenn man ein kleineres Zuspiel wie das mit Hotel ist, ganz einfach. Sie können einfach uns der Hotel-Hotline anrufen, finden Sie bei uns auf der Internetseite, sagen, wann Sie kommen wollen und das Zimmer ist eigentlich nie ein Problem. Aber wenn sie natürlich ein Zimmer in Rotzwerdorf haben möchten, dann am besten mal wirklich so 2 Wochen vorher reservieren. Weil Zimmer sind hier sehr begehrt. Und wunderschön die Zimmer direkt am Casino. Sie müssen nicht fahren. Auch natürlich, wenn sie außerhalb ein Zimmer bekommen von Rotzwerdorf, wir haben einen Shuttle-Service, der holt sie ab, bringt sie weg, wie auch immer. Da wird dann schon für gesorgt, dass sie immer im Casino sind. Spielt der Mann schon stark auf Pot Control. Tippen wir während denn oder können wir am Ende tippen auch? Können wir am Ende tippen oder sollen wir jede Hand tippen? Das ist eine gute Frage, die Manuel gerade stellt. Tippen. Wie gesagt, jede Hand darf man tippen, das ist nicht verboten. Der Jens hat wie immer recht, was er gerade im Chat schreibt. Immer tippen, immer wichtig. Gut fürs Karma. Kann ich nur zustimmen. Here we go, Leon mit Kings. Komm schon, jetzt mal einer in der Hand. Russland, jawohl. Am Button. Fällt mir gut, dass der Russland sich da nicht nach Leon richtet, sondern... Wow! Here we go. Schauen wir mal, ob Russland sich da in den Flop reinmogeln kann. Okay, dann leider nicht. Rebuy.
Oder wird noch ein bisschen geschauspieler, bevor Leicester jetzt wahrscheinlich holen gehen wird. Ich glaube, der spielt eine Zweikauflage. Aces? Kings. 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 Kings sind Kings. Wow, Leicester hat nochmal Free Roll. Schon vorbei die Geschichte. Alright. Only has we split his money. The fish money. Leo macht wieder so den klassischen Scherz, dass er split das Geld vom Button vom Russland. I don't know why I'm waiting. Kings is right. Kings Casino. You like that, though? You like his race, you know? I didn't understand your race then. I'm so high. After I see you raising so much, how much? You know that I should have a good hand there because. You have two aces, it's okay. Aber ich glaube, der letzte hat mit Leon noch nicht so oft gespielt. Also der. Leon achtet jetzt nicht unbedingt auf Bet Sizes. Er spielt einfach. Have pocket 10s, pocket 9s. You want to scare me away? 6 or. Against you? I give you one more chance, 45 here, right now. I didn't call you. Sorry. Okay, sorry. 93. Did you see the chip? Yeah, it's 10,000, they know I'm playing. Nobody has more. Da haben sie gerade gesehen, liebe Zuschauer, das ist, es wird gerade vom Tag an Karadas ein 5000er hochgehoben. Das sind in Chip von die größten Wertigkeiten, die wir im Kings haben. I have a little bit more than 10,000. I think you have more than the whole table together. Yeah, well, pick up a little bit from there, a little bit from there. Give back a little bit, you know. Donate. Donate. Sponsorship. 5 fold. 40. 6 fold. 40. 7 fold. I call it. 4 fold. Come on, I'll be able to lose the comb. Kings. Mal Gemüse, Leon. Hat Backdoor Flush. Aha. 150. Cheap as well. Oh mein Gott, wen sehe ich denn hier gerade reinspazieren? Den Dietrich! Und hier ist ihr Herzblatt. Bist du deppert? Wie geil ist das denn? Martin, grüß dich. Grüß dich. Ich frag noch, welcher Martin kommt da? Die sagt, weiß nicht, der ist gerade nur am Essen. Hätte ich auch noch nicht kommen können. Not at all. Komm, du hast Platz hier. Ah, da sehen wir gerade mal ein neues Gesicht. Hannes am Tisch, Zweiker Auflage. Wie ist die Kings haben rausgekommen? Olympo, Splitboard. Ja, Splitboard. Okay. Die hatte ich jemals letztlich gesehen. Ja, anderes. Achso. Kann man nicht erwarten mit der Hand. Jens, der meldet sich auch sofort, wo ich den Martin hier vorstelle. Martin Dietrich werden wahrscheinlich viele, ganz, ganz viele aus dem Kings kennen. Das ist der kleine Bummelige mit der Brille. Früher mal absoluter Regular gewesen im Kings. Mein persönlicher Poker-Theoretiker. Das könnte jetzt ein lustiger Stream werden. Martin mit seinen Fachkommentaren, ich erzähle einfach. So. Wir brauchen erstmal irgendwie einen Ständer oder sowas hier, ne? Den habe ich hoffentlich später noch. Okay, das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Er meint jetzt nicht auf mich bezogen, hoffentlich. Ja. So, guten Abend erstmal, auch von meiner Seite aus. Okay. Ja, Martin Dietrich auch hier mit am Kommentieren. Und wir haben einen interessanten Tisch, muss ich sagen. Also mit Leon, Manuel, die anderen vier sagen mir jetzt noch nicht so viel. Du kennst sie aber alle, weil du hast ja auch mit ihnen zu tun gehabt als Floorman hier, oder? Ich hab mit dem Russland habe ich ziemlich viel gespielt, aber eigentlich nur Omaha. Achso, gespielt sogar, okay. Ich weiß, der ist halt mega aggressiv. Also der 3-bettet super light und
Hast jetzt auch hier ein Wasser noch nicht dabei, hast du auch gesehen. Der wird sich auch von Leo nicht rumschubsen lassen. Er wird versuchen, den Tisch an sich zu reißen. Das kenne ich halt von ihm. Table Captain, Steel. Das wird definitiv so sein. Kein Money scared, das sind die richtigen Spieler, die wir für so eine Runde einfach brauchen. Sonntagabend. Genau. Definitiv nicht. Er hat mich aus dem Omaha Championship gebastelt und das war auch nicht Money scared. Also ich habe da nicht so gute Erinnerungen an ihn. Flush, Rush wins. Ja, Manuel, man wollte den Held spielen, leider nicht geklappt. Ja, ist die Frage, ob man das gegen Leon wegwerfen kann auf dem Board. Peak Flush kam nicht an. Straßentross kam auch nicht an. Also, Toupea wegzuwerfen mit Bube. Wahrscheinlich schwierig. I'm just looking. Yeah, yeah, yeah. Also haben bis auf Manuel und Leon alle mit 2K eingekauft. Richtig, genau. Okay. Ach, guck mal, den Hannes, der ist eigentlich auch Oma-Spezialist. Sehe ich in der Regel auch nur immer auf den Oma-Tischen. Hannes ist welcher von denen? Ich habe noch nicht. Der ist neben Leon. Als Position 2 quasi, genau. Okay. Guter Freund vom AJ, den wir auch ab und zu hier gesehen haben, im Stream. Fun, okay. Irgendwelche größeren Blöcke, die ich schon verpasst habe, oder Hände, die jetzt spektakulären waren, wo man sagen kann, Suckouts oder große Exits. Leon dominiert das Geschehen jetzt einfach und kriegt auch Hände, also spielt es nicht mit kompletter Luft, wie man es gewohnt ist. Also so eine Abtastphase, könnte man quasi sagen. Ähnlich wie ein Turnier. So. Das ist auch ein Cashgame, wenn ein Tisch gestartet wird, eine eigene Dynamik entwickelt. Genau. Und jetzt im Moment wird ja auch die erstmal nur gelimmt oder kleine Raises. Und sie spielen 15, NT 5. Genau. Okay. Die Open Raises sind ein bisschen dünner heute. Das sind 40, das ist sehr wenig, also es wundert mich, weil beim letzten Mal, wo so gespielt wurde mit NT, mit Scotty, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die Partie, das ging immer steil. Da waren 70, 50, 60, 70 waren die Minimum Open Raises. Und, ja. Abwarten, wie Leon sich noch im Spiel entwickeln wird. Vielleicht geht's da mal richtig zur Sache. Ja, er scheint es ernst zu nehmen. Also er scheint es ernst zu nehmen und auch die Tischdynamik irgendwie zu respektieren und nicht ständig blind all-in zu sein, sondern so ganz normales Pokern einfach. Definitiv, der spielt, mich verwundert, der spielt richtig stark sogar. Also vielleicht sollte Leo mal anfangen, die Leute zu coachen, nicht immer Coachings nehmen. Oder es hat bei ihm geholfen. Also dass Pimo ihn da gecoacht hat, deswegen, das kann man ja sagen, das weiß man aus dem Firmen High Rollers ja auch, dass er da den Coach hat, dass wir schon einiges gebracht haben. Pimo ist ja auch ein starker Cashgame-Spieler. Ja, und hier in dem Fall gewinnt jetzt die Trips und kriegt keine Action, hat auch bis zum Rebate getrackt. Ja, das siehst du auch, Leo, der kommentiert das sofort und macht sich da ein bisschen lustig drüber. Er hat Spaß, man sieht es in seinem Lächeln, er sitzt entspannt da. Vielleicht trinkt er auch ein, zwei Gläschen Wein. True story. Zum Shorthanded-Tisch finde ich gut. Ich selber spiele auch gerne Shorthanded-Tables, von daher. Oder wie geht's dir? Bist du eher jemand, der Following Cash Games spielt, dann, wenn du Cash Games spielst? Oder Hold'em jetzt im Hold'em-Bereich? Wenn du mal Hold'em spielen solltest. Also Hold'em im Prinzip jetzt. Also jetzt, ich bin jetzt echt an so einem Tisch, würde ich gerne Full Ring spielen, ja? Leon, dass du einfach nur ein bisschen mehr auf Hände wart. Ich wäre da eher der tightere Spieler gegen Leon. Okay. Der gibt dir aber auch weniger Action. Also man hat das ja schon gesehen, dass wenn Leute gegen ihn tighter spielen, dass er das dann auch gut merkt und dann auch so, ja. Ja, der mag das. Hat das noch nicht so gerne jetzt in so einem Richtig. Was haben wir da? Einfach mal Gemüse. Es ist Gemüse, trockene Boards, nicht viel Geld im Pot, kleines Race vom Flop. Ich glaube sogar, es wurde nur gelimmt im Flop. Es haben alle gelimmt. Na, im Pot sind 45. 45, ja, hast du recht. War sogar gelimmt alles. Weil ich glaube, Leon hat angefangen mit dem Limb und gegen Leon jetzt unbedingt mit den Händen raisen. Da kommt aber ganz schnell Limp Racing in den Spot und dann sind die auch schwieriger Zahlen. Jetzt habe ich hier auch mal endlich mal einen Profi-Kommentator am Tisch. Der hat auch hier die sensationelle Hand, einige werden sich vielleicht erinnern, von Marek Blaszko gegen Sowas Spivak
kommentiert, wo Marek da diesen phänomenalen Damen Hochcall rausholt. Wo er komischerweise sogar genau sagt, was Marek denkt, das hat mich sehr erstaunt. Aber da siehst du einfach, wie das einfach unser Poker-Theoretiker. Ich sage immer, kommt oder kommt nicht, das ist scheißegal, was die da denken. So, Leon raised auf 20, mal, gehen wir mal ins Geschehen rein, kriegt 3 Caller. Flop, Ass, 6, Bube, Russland bisher am besten getroffen am Button. Be careful. Er wird vorgewarnt vom Leon. Leon hat Backdoor Flush vor Backdoor Straight Draw. Also ich glaube nicht, dass er die Hand aufgeben wird. Das sind, glaube ich, die Hände, auf die hat er Bock. Aber wenn er die Hand foldet, dann spiele ich auch mit. Also sowas kann er nicht folden. Wenn er sagt, be careful und kriegt eine Bet. Come on, Leon. Das ist doch das Board, was du haben willst als Leon. Was ich... Dass du, wenn du am Turn, sag mal, Kreuz 10 kommt, Gutshot, Flushdraw, das sind doch die Hände, die auch im Cashgame Geld bringen. Heutzutage in Oldham, finde ich. Besonders gegen Russland, die haben sich ja schon so ein bisschen gekabbelt. Haben die History wahrscheinlich, oder? Nur von jetzt, ich glaube nicht, dass die schon mal zusammen gespielt haben. Manuel hat schon mal bestimmt mit Leon gespielt. Manuel spielt ja auch hier viele Partien. Ja, auch die hohe Jahre. Also deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall so eine History hat und dass die beiden sich vom Cashgame kennen. Wir haben ein Viertel vom Hannes. Oh, der Hannes, der... Will Leo wahrscheinlich sagen, hier, ich will auch ein bisschen spielen. Manuel Button, 7-3, eröffnet mit 65. Lester kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Ich kenne Manuel vom Sehen, weil er schon auf Cashgames gespielt hat. Ich kenne ihn auf 7-3 und Leon. Also vom Sehen hier im King. 7-3 sagt mir gar nichts, wie ich zuerst. Leon Colt mit König 2. Hannes gewinnt, Bube 5. Ja, must be nice. Leider haben die anderen nicht viel. Hannes bot ein Pair. Also, ja, Manuel wird es definitiv betten. Einerseits für Value, andererseits für Protection. Er will auch keinen unbedingt noch ein Kreuz sehen. Er macht Hälfte Pot. Denke ich, relativ Standard in den Spot. Leon hat gar nichts. Und Hannes trennt sich von Bot und Pair, was auf dem, naja, Tor-Lasting Board ohne Kreuz auch dann wahrscheinlich vernünftig ist. Kann kommen und dann schmeckt richtig. Das ist aber nur für runterplumpsen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt Internet auch noch nie so ganz verstanden, aber. Was gab es eigentlich zu essen, fragt hier Jens. Was zu essen gab es? War in Baileys. Ah, und ich esse ja meistens Hähnchensteak. Mit böhmischer Knödel, Champignonsauce und eine super Vorspeise. Schönes Radler dazu, passt. Wahnsinn, der Mann weiß, wie man lebt. Ich bin aus dem Hotelzimmer geplumpst und hier reingelaufen. So, nächste Hand, Hand 23. Dominic folded. Russland Race, König Dame, absolut Standard. Aber das Race Size, die 40 Euro. Wenn sich das durchsetzt am Abend, wird es interessant. Es wird viele Family Pots geben. Pot massiert. Ich denke, dass ein 40er Race kein Race ist, sondern Pot massiert. Ja. Das ist so wie ein bisschen Limber. Ich meine, mit Andys ist schon 45 Pot drin. Also da kannst du mit Andy 2 callen, denn es ist schon viel totes Geld da. Also, das sieht man auch hier. Wow. So, ja, wir haben einen Action-Flop. Straight Flushdraw für Hannes mit Mittelpair, Bottom-Pair und Russlander Top-Pair. Das wird Action geben zwischen den beiden, denke ich. Condi-Bet, ganz normal, klar. Ich glaube, Russland wird sich ja jetzt auch nicht vertreiben lassen, wenn Hannes dann jetzt zur Ruhe geht. Genau, es liegt im Flushdraw draußen. Und er hat selber einen Gutshot, er hat Top-Pair. Er muss in dem Moment ja noch nicht... Wow. Ja. So, das ist natürlich ein sehr hohes Race. Und... Jetzt ist halt die Frage, callen oder nochmal drüber gehen? Und wie schätzt du ihn ein? Ich glaube, er callt nur in Position. Weil wenn er hinten ist, dann will er ja nicht jetzt das ganze Geld schon reinkriegen. Also muss er es eher callen und am Turn wieder neu schauen, was passiert. Ich meine, Flushdraw mit Treffer würde auch das machen, so wie es auch ihm hat, was im Fall passiert. Ja, er callt nur, ich kenne ihn, der spielt schon... Also wenn er Position hat, spielt er häufig schon so ein bisschen... Aber kann Bremse treten, was wichtig ist, denke ich. So, das ist natürlich dann... Gin. Das ist natürlich Gin-Karte, weil Hannes jetzt wird er die Hand natürlich nie folden. Er wird nie folden jetzt in dem Moment. Er wird noch nicht raisen. Oh, check, check. Das ist natürlich interessant. Den Turn-Check
Er spielt stark auf Postgebro, vielleicht. Ich glaube, der. Das heißt, wenn er gegen Flaschen läuft, will er auch Geld vom Bluff am River wahrscheinlich abgrasen und. So, jetzt selber muss er natürlich die Value Bet bringen. Ich meine, der andere checkt nichts, was eine Straße oder Full House wäre, daher. Und du, Hannes muss seine Hand aufgeben, weil. Also, sehe ich zumindest so. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Okay, aber welche Hand checkt den Turn? Wenn er zwei Palmflop gehaft hätte, aber ich bin auch ein Spezialist für Reihenleveln, also ich habe gestern wieder einen Hero Call ausgepackt. Also. Aber wenn er den River jetzt anspielt mit 350, das Hälfte Pot, es ist vermutlich eher eine Value Bet als ein Bluff. In der frühen Phase, wo wir jetzt gerade sind, ohne die, dass sie sich kennen oder ja, okay, so eine History haben. Ich meine, ohne History ist es, glaube ich, ein Call. Schlecht. Ja, okay, ich bin in Russland halt ein bisschen. Ja, wenn die beiden aber nie zusammen gespielt haben und du kriegst dann auf dem River auf dem Board eine Bet. Ich meine, eine 10, 8, 10 zum Beispiel, würde vermutlich ja auch Value betten. Das heißt, oder? Ja, 10 würde am Flop das Swings vielleicht callen, um zu gucken, was am Turn passiert, weil er vielleicht dem anderen Flop vorgibt und muss ja nicht immer eine Dame geben. In der Regel würde ich es aufholen, aber ich kenne ihn Russland halt und seine 4-Bet-Range gegen mich ist einfach mal alles immer gewesen und ich will mir einfach keinen Bluff zeigen lassen von ihm, da bin ich einfach Ego oder ich snap ihn da weg. Ey. Das heißt, du hättest jetzt mit der neuen gecallt, oder? Ohne Kopfschmerz. Treffer ist nuts. Hälfte Pot, das macht auch mit Bluff. Also gegen mich hat das gemacht, also. Wir haben uns auch mal ein bisschen terrorisiert am Tisch. Dominik raised auf. Nee, er callt den. Auf Russland vor der Bube Dame. So. No raise against your schedule. Last time you had kings. I don't have kings now. I'm sure you don't. No kings. So, wir sind drei Leute, genau. Leon hat noch Karten. Mittelpair ging zweimal Toppair. Das verspricht eigentlich auch immer, genau. Action. Top, top. Natürlich, Dominik sollte betten. Turn, gute Karte für Leon, aber auch. Hier kommt kein Herz an. Straßen sind nicht möglich. Wow. Und Check. Das ist, finde ich, ein bisschen tight. Das ist ziemlich tight von Dominik vor allem. Ich finde von Dominik. Er sollte, weil schon mit seiner Line geben, wenn Flush Draws, wie zum Beispiel jetzt auch, Lester haben könnte. Okay, jetzt kriegt er doch ein bisschen Geld rein, aber. Nein. Pass. So. Wer hat Jan eigentlich angespielt? Jetzt pass auf, was passiert, was Leo mit ihm gleich machen wird. Oder? Er guckt ziemlich verwundert, oder? Er hat nicht erwartet, dass er jetzt hinten ist, wenn er Top-Pair hat. Also die Line, die da Dominik gewählt hat, hat ihn jetzt ausbezahlt. Aber ich denke, er hat Value liegen lassen. Vor allem auch gegen Leon. Am Turn, also. Vor allem ist es ein Prick. Ich meine, wie oft hat Leon eine 4, wie oft hat Leon eine 10, eine 9 oder Flush drauf? Jetzt kommt kein. Oder Straßenboss. Also da finde ich definitiv, ja. Schöne Grüße an Tons, schöner Insider. Alles gut, alles schick. Er ist ja nicht beim Cashgame hier. So, nicht viel passiert. Leon ein bisschen vorne. Die anderen zwischen 100 und 500 minus. Was aber, ich glaube, in der Runde, je später Abend wird, sich noch komplett drehen kann. Also, das wird noch ein bisschen Varianz reinkommen. So, wir haben ein Button-Straddle. Sehe ich das richtig? Ja. Im Small Blind Dominik mit Assen raised 50 Euro. Also wir bleiben weiterhin bei diesen kleineren Raises. So, wir haben ein Call von Lester mit König 10, ein Call von Leon, Dame 3 und Hannes mit 5-4 und zwar unser First Flop an 240 Euro im Pot. Flop trifft bisher Hannes mit Bottom Pair und die anderen beiden haben nichts. Trockenes Board, 2 Peak, okay. Dominik Conti bettet. Kann sein, dass Hannes einmal peelen wird. Du hast ihn jetzt ein paar Minuten schon gesehen. Ich kenne ihn beim Hold'em jetzt nicht so. Der war jetzt. Ist ein trockenes Board und er hat ja. Also, wenn es Oma-Spieler ist, Straßenoption 6-3, Ass am Turn, nee, er gibt auf, okay, er zollt ihm Respekt. Und Dominik gewinnt kleinen Pot. Ja, 150 ist halt schon. Immer
calls, turn blank, dann lass Turn noch einen 2 kommen zum Beispiel, das ist halt auch schwer weiterzuspielen und ich glaube, es gibt einfach, ich sag jetzt mal, bessere Spots am Tisch als jetzt den Titan Dominic, wo man gesehen hat, dass der Ass 10 da zweimal checkt. Das wird in den Gedankengang kommen, das auch nochmal rein, der wird ihm da nicht unbedingt eher geben. Ja, die Sache ist, die bringt beim Cash Game mehr als im Vergleich zu Turnier, dass wenn die so deep sind, wie sie hier sind, dass wenn du weißt, einer ist tight und du hast so eine Hand wie Scotty zum Beispiel mit 50 und was Treffer, dann kannst du ja auch Wert abschöpfen dann später. Du hoffst ja, dass die Asse haben in dem Moment, weil wenn deine 4 oder 5 kommt oder eine Straße hinten aus, dann hast du ja relativ viel Value von diesen Titan-Spielern, weil die haben ja selten dann Z oder andere Sachen auf dem Board. Das ist, heißt, das ist die Value, die ich finde, die beim Cash Game schon wichtig ist. Ja, ich sag immer, wie oft kommt das mal, dann? Wie oft kommt das dann? Ich sag mal, hier ist das schön, man raked halt nicht. Ne? Du hast halt das doofe Rake nicht noch gegen dich. Ne? Ja. Da kann man es halt schon mal machen, aber in der anderen Partie nur eine Geschichte. So, hier Leon Open Race kriegt eine kleine 3-Bit von Hannes, wenn ich es richtig gesehen habe, Preflop. Ja. Und Flop Check Called Leon. Was ich denke, aber völlig Standard ist. Er hat Middle Pair, er muss dem Hannes nicht irgendwie. Wow. Oh, das ist natürlich dann. Aber Hannes gibt die Hand auf. Und ja, die Hand geht im Showdown. Aber das scheint mir auch so der Trend zu sein an dem Tisch. Die Leute warten auf Leon, dass er Action macht. Also keiner versucht hier großartig Geld in den Pott zu tun, als er eine Karte ist. Und da wird es spannend zu sein, wenn die Leute im Brand sind später, vielleicht mal Tilt gehen, ob sich so eine Dynamik dann ändert. Also Leo vom Frühjahr wird sich darüber ärgern, aber mittlerweile ist er so einfach clever geworden, dass der genau weiß, wie man jetzt mittlerweile gegen die Leute spielte. Früher hat er gesagt, weißt du was, mal jeder Hand Pre-Shop 300 und dann callt man. Jetzt, der ist richtig clever geworden. Ne? Und ihm tut das Geld nicht weh. Ich glaube, das ist im Cash-Game, wie du gesagt hast, über Russland, nicht money scared zu sein, ist in so einer Runde mit 200 Big Blinds deep bei 15, das ist, glaube ich, super wichtig, dass du dein, das Geld jetzt nicht die Rolle spielt, sondern korrektes Spiel und ja. So. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich mitspielen will oder nicht. Sagte du, ich habe nur einen 100er einstecken, kann ich damit auch rein? So, Russland öffnet auf 60. Lässt da 3 Bet. Kriegt eine 3-Bet von Asdame. Leon hat Dame 6, was er nicht holen wird. Suited. Suited, hallo Suited, nicht vergessen. Ja, wie würde Scotty jetzt sagen? Das weißt du ja auch. Sex with the Queen. Richtig. Sex with the Queen und vor allem in Liebe. Wie ja auch das neue Nies gelernt habe. Dame 6 in Liebe. Das ist, glaube ich, von der Arbeit, kann das sein? Ja, ich weiß nicht, von wem ich geklaut habe. So, wir haben einen interessanten Flop. Russland trifft Bombe. Die anderen beide haben nichts. Also, wenn man Overcards ist und Backstop für Lester mal aus voll ist. Und Russland wird zu ihm gecheckt, das wird er mal betten. Er will auch keine Overcard mehr sehen. Er will kein König, kein Dame, kein Bube sehen. Und daher. Er bet 250 in einen 515 Pot, also Hälfte Pot. Er macht, also Hälfte Pot ist so sein Stil. Ob er jetzt Bluff bettet oder Value bettet, ich weiß nicht, was sagst du? Von seinen Bluff Bets her, Erfahrungen daraus? Bettet er gleich? Also hat er wirklich dieses Balance, was sie immer sagen? Dass er Bluffs und Value Bets? Er spielt ganz unterschiedlich. Das finde ich halt das. Ich finde den schon ziemlich unberechenbar, wenn ich ehrlich bin. Ich habe halt Omaha gespielt, das ist halt nochmal eine ganz, ganz. Da wird er ja Pot gerufen und so. So, hier interessant, Leon called auf dem Flop. Ich glaube, Leon hat jetzt hat er Gutshot gepickt und Gutshot ist nicht mehr gut, weil Russland hat unbeatable Nuts. Aber here we go. We see Leon. So, jetzt natürlich interessant, wie geht Russland mit dem Race um? Ich sage, er callt nur. Weil wenn aggressiver gegen aggressive Spieler spielt und du hast Nuts, dann willst du ihn sich selber hängen lassen. Rope Joe. Aber wie viel hat der dahinter? Er sagt Olli. Ich glaube, der hat auch nicht so viel dahinter. Ich glaub, der, ja, er hat 1,5 dahinter. Okay, da hast du die Frage beantwortet. So, jetzt muss er natürlich noch wie viel nachzahlen? Noch 500 in den 3.800 Pot. 120 sehe ich gerade unten eingeblendet. Nur 120? Okay. Das wird er immer callen. Er hat Gutshot. Er kann nicht wissen, dass er Drawing Dead ist. Aber er wird in den 3.800er Pot niemals wegwerfen für 120 Euro. Wenn doch, dann würde ich sagen Mistig, aber wir sind hier nicht online. Also. Er muss callen. Er hat Overcut. Er läuft nur gegen den Flushlight, absolut tot. So, er callt und. Stabil. Russland zeigt ihm nass. Ja. Das ist die andere Sache, die man von Leon kennt, dass er auch. Dass er kaufen will, dass er was treffen will, dass er.
Idee kriegt für solche Hände, das ist nicht vorhersagbar. Ich bin mal gespannt, ob der Russland jetzt vielleicht versuchen wird, Let's Stack hat, quasi nicht aus eigener Tasche jetzt 4000 spielt, vielleicht versuchen wir gegen Leon noch mehr Action zu machen. Ich bin mal gespannt, was, ob das so ist. Oder? Also für die Dynamik des Tisches, da denke ich, gibst du mir recht, ist es gut, wenn hier Geld verschoben wird, egal von wem zu wem. Weil einfach dann die Dynamik des Tisches sich ändert und... So, hier sehen wir die neue Übersicht von den Chips. Russland mit doppelten Startbeilen. Dominik gleich vorne und die anderen zwischen 100 und 800 minus, Leon mit 1000. Aber da hat Leon ja, das sieht man ja auch schon, 1000 Euro vorher gewonnen. Also das geht auch in, das heißt, wenn er einen Lauf kriegt, wenn er gute Karten kriegt, dann wird er auch wieder viel, viel Geld in die Mitte bekommen. Das zahlt sich aus. Wenn er einen Lauf kriegt, den Tisch, dann ist, wollen wir gar nicht mal diskutieren. Auf jeden Fall. Und ich glaube, so eine Hand, die tut auch gut für ihn, dass die Leute einfach immer sehen, er ist auch bereit zu gamble und die, dass marginalere Spots auch da mitgenommen werden von den Jungs. Dass sie ihre Hände überschätzen und, ja. So, wir haben ein Limp von Hannes mit Pocket Dreier. Lester called in Small Blind. Leon called in Straddle. Müssten eigentlich vier Spieler sein, wenn es Straddle ist, oder? Ja, Hannes hat gestraddelt. Genau, Small Blind Limp. Gut. So, Gutshot für Leon und für Hannes. Lester hat nichts. So. Ich glaube, Leon Gold, also Overcard. Ah, jetzt auch ein bisschen angefressen von der letzten Hand eventuell. So, jetzt pickt Leon ein Doppelgutter plus Flushdraw. Schade, dass der Pik auf dem Board liegt. 50 Bet, 50 Call, Straße und ja. Für den kleinen Pot wird Hannes wohl nie Set holen können und genau, 50 ist zu günstig, sagt er selber. Wundert mich, dass der Tisch nicht voll wird. Leon sagt übrigens gerade selber, nochmal im Recap für die Hand, er ist zufrieden mit seinem Spiel. Und ich gebe ihm da auch recht, er kriegt ihn ja von sehr vielen Händen runter, von Nuts mit Ass hoch, Ass 8, Flush kriegt er natürlich nicht runter, aber der Russland würde mit vielen anderen Händen Probleme haben, mit König 8 zum Beispiel oder anderen Karten, also... Wir sind uns wenn einig, also ein Flush fold Russland einfach nicht. Da nie, aber andere halt Sachen wird er... Er wird ja auch zum Beispiel Pair und Flush drauf. Wenn er selber Pair und Flush drauf, würde er ja wahrscheinlich eh nicht spielen. Ja. Und dann sitzt er am Turn da und muss überlegen, was macht er dagegen. Und gut, so, Russland raced wieder auf 40. Kriegt mehrere Calls. Das ist das, was ich gesagt habe, dieses Pot massieren. Ja. Also, ob die Leute jetzt 5-4 haben, 8-10, 8-7, König Bube. More cards. So, Leon sagt seine Karten auch ehrlicherweise an, hat Gutshot. Und wir haben zweimal Top-Pair, Manuel, der hinten gecallt hatte, Russland, der Top-Pair hat, also mit zwar besseren Kicker, aber gegen Tupi hinten. Ich denke, dass wir drei Leute am Turn sehen werden, Russland, Manuel und Leon. Manuel callt auf diesem trockenen Board, ich meine, es ist Rainbow, brauche keine Angst zu haben. Und findest du den Call dann gut oder würdest du eher sagen Russland würde ich das nur callen, weil ich weiß, er gibt einfach Action, er wird halt vieles weiter betten. Das zum Beispiel ist eine Karte, wo er auch immer weiter betten wird, oder? Er spielt Pot Control, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, er ist ja diese Mixed-Sache. Er spielt schon stark, also. Ich habe erst gedacht, das ist ein Patient, aber... Erklär uns mal bitte den Zuschauern, die das noch nicht von dir gehört haben, was ist ein Patient für dich? Ja, das würde ich da erklären. Patient ist einfach. Ja, was ist der? Der ist krank, der gehört ins Krankenhaus, nicht an den Tisch, das ist ja Wahnsinn. Ne? Davon gibt es ja viele Zocker, viele Pokerspieler. So, hier in dem Fall Manuel übernimmt das Betting, die Betting Lead. Russland called. Oh, der Shake, der ist so geil. Ein Monster-Shake. Er gibt ihm die Chance und Manuel muss betten. Sind wir uns einig? Ich glaube, wenn Manuel jetzt so. Boah, come on! No, Manuel, wenn er. Aber er muss betten. Also. Ich glaube, der wird nicht betten. Ne? Nein, du schlägst zu viele Hände. Ich glaube, wenn er jetzt so 500 bettet. Wie viel ist das Bett? Du, er ist 800 ist im Pot. Er macht 320, 300, 310. 400, 500. 510? Ja, stimmt.
Ich glaube, Ruslan callt das nur. Er callt das nur? Er will nicht gecheckraced werden. Nicht, ja. Er callt nur. Wow, wow, wow. Und guck die Reaktion von Manuel. Er schüttelt den Kopf. Und er muss ja. Er wollte checken. Manuel wollte checken? Ich glaube ja. Da sieht man, wie gut Manuel Cashcams spielt. Ich habe vor ihm riesen Respekt. Also, was ich bisher gesehen habe von Manuel, habe ich ja, also halte ich. Ich kenne ihn ja vom Cash Kings, er war ja schon ein, zwei Mal hier. Wow, die Hand hätten andere mehr Geld investiert, auf jeden Fall. Also, wenn Leon eins der beiden Hände gehabt hätte. Okay, ja, klar, das ist was anderes. Dann, ich glaub, oder Scotty, Scotty ist auch einer. Dann Scotty ist quasi Leon in klein, aber. Na, Scotty ist anders. Ich denke nicht, dass er klein ist, er ist einfach anders. Ich finde, also Scott, wenn ich jetzt Leon mit Scotty vergleiche, ist Scotty aber eine ganze Ecke aggressiver. Leon spielt einen anderen Spielstil. So. Ja, Christian sagt es gerade im Chat, wer nicht weiß, wer ein Patient ist, ist in der Pokerszene. Fehl am Platz. Thomas, das sind, ich kann ja sagen, das sind, ich sag jetzt nicht gut und schlecht, das sind einfach Leute, die spielen halt gerne. Ich will jetzt hier auch keine Namen nennen, die für mich. So, wir haben die nächste Hand. Leon raised. Dominik callt nur mit Ass-Dame oder 3-Bet, das war 3-Bet, genau. Und Leon checkt den Flop und Turn, naja. Einmal Freeroll. Einmal, es wird wohl Bet und Call, oder? Ja, ich denke, er wird Call, genau. Ah, man sieht schon, er. Leon macht doch schön Klavier, genau, ja, Wahnsinn, ne? Der Hollywood-Oscar-Goes zu Leon gerade und, naja. So, jetzt werden wir noch eine Bet sehen und ich denke, Raise und Call. Genau, so ist es. Aber er spielt Overpot. Overpot, ja. Er spielt Overpot. Ja, da haben wir es. Und er callt und naja. Aber wenn dir da Leon Ass 10 am River zeigt, dann hast du... Also dieses Overbet am River gegen Leon, so wie er jetzt drauf ist, ich finde es nicht gut. So was von Dominik. Leon war halt, Dominik ist halt tight und... Er wird ja jetzt nicht, er wird nur mit dem Ass immer kommen. Er will, oder mit dem Ass All-In stellen und wenn er den River hittet mit höherem Full, egal welcher River jetzt kam, dann stehst du vor dem Problem, dass du Split oder verlierst. Und dafür brauchst du nicht Pot-Size betten. Ich meine, auf dem Board, Leon ist ja keiner, der auf dem Board jetzt einfach mal mit Flachdraw noch hinterher kommt. Gegen Dominik, wie du sagst, der auch Tide spielt. Und Leon hat ja auch eine gute Antenne dafür, so was man sieht. So, wir haben Pause. Pause, schmeckt. Erstmal eine Zwitsche angehen. Du Herrschaft, wir sehen uns gleich. Sie können einfach mal die Werbung verfolgen. Da sehen Sie alle kommenden Turniere im Kings. Hier, das ist schon das nächste. Kings Saturday Deep Stack. 50.000 werden garantiert. 199 bei Ihnen. Geiles Ding. Tagesturnier. Das heißt, kommen, gewinnen. Können direkt wieder nach Hause fahren. Postet mehr im Comments. Gebt uns Feedback. Sagt uns, was ihr über die Hände denkt. Und bis später. Jo.
nur wenn du gewinnst. Und dabei 50.000 vom Lachen. Ja. Ich glaube, hier ist vom Lachen. 35. 7, 8, 7, 8, 9, 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
wieder da. So. Ich höre mich noch nicht. Ich auch nicht. 1, 2, 3, Test, 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 Test. Scheiße, was ist hier los? Ich geh mal zum Morpheus. Der ist gleich hier, der hatte gesagt, er wollte in einer Minute kommen, aber ich kenne mich da nicht aus, ich gehe nicht dran. Hier links, hier kann aus durch. Test, 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 Test. Hallo, hallo. Das ist der Russland, die du kennst. Das ist der Russland, die du kennst. So, nee. Ich dachte, Russland hat vielleicht halt ganz zum Glück die Artikel dann, aber ja, wieder hat wieder die Nutzern. Ja, hat er noch einen Pott gewonnen halt gegen Leon und ihn. 2K. Ich hab kurz geschrieben. Auch ein kurz Hilfe vom Montag, dass die Leute, wenn ich so im Chat wissen. Alles. Hallo, hallo, hallo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Queen high. Queen? Ja. Und so 3 high. Die zwei Regler hoch. Den der vierte von rechts und der vierte von rechts. Genau. Das sind die beiden von mir. Nice move. Nice move, yeah. I'm back. I'm back. Hört man mich? Jetzt hörst du mich, weil 1, 2, 1, 2. Where you were? Oh, you're a helicopter. Keine Ahnung, wie wir laufen.
Ja, ah, das ist Patrick. Das ist der Freund von Nathalie. Von der aus dem. Welcher Nathalie? Na, die drüben im Bellis arbeitet. Wo ich jetzt? Ja, das der könnte. Naja, erst dann? Okay. Dann. Das macht alles kaputt. Hannes jetzt zu Pair gepickt und die beiden Top-Pair. Oh nee. Ich glaube, Hannes hat Temperatur ein bisschen. Wer? Was? Hannes hat Temperatur. Ah. Dominik wird da eigentlich auf. Er callt. Das ist. Weiß nicht. Ui, eine neue Folge von Lost. Ja. Die werden jetzt immer lustiger. Aber es gibt schlimmere, ich finde das ist noch alles harmlos. Es könnte viel schlimmer sein, sowas. Test, 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 ich höre. Hör ich mir was? Hört man mich draußen? Hallo, hallo? Nee. Nee. Auch nicht, auch keinen Ton. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt und hallo, hallo. Genau, beide Mikros gehen wieder. Okay. Ja. So, zurück zum Cash Kings. Haben jetzt 7 Hände, glaube ich, verpasst. Davon eine von Leon gegen Ruslan. Flush gegen geturntes Top Pair vom Leon. Und hier in dem Fall zahlt ihm Lester aus mit Top Pair, nur Kicker. Finde ich persönlich schwach. Ziemlich trockenes Board, kein Flush liegt draußen, keine Straße, nicht, also keine wirkliche Straße. Dass du da mit Ass und 8 Kicker da gut bist, halte ich für schwierig. Das Bild ist aber weg. Ja, stimmt, Lost Signal steht bei uns. Da, ja, Houston oder Morpheus, wir haben ein Problem. Ja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Wie im Radio beim, genau, beim Fußball. Dominik am Button, Russland Small Blind, Manuel im Big Blind, 9-4 bei Leicester. Wird gefoldet, UTG. Schwach. Leon 6-5 off. Ich sag immer mal gerne double suited. Ja, er raced auf 60 Euro. Kriegt einen Call von Hannes, der, wie du sagst, Temperatur hat. Bube 9 off. Kann man, Bube 9. Völlig legitime Hand. Manuel verteidigt seine 7-3 suited nicht. Ja, ganz neues Format heute. Wir sehen also Heads up Flop, Leon und Hannes. Wow, Dame 10, Dame 10 im Kreuz, Leon einfach immer nichts. Ja, 6 hoch, kein Backdoor, kein nichts. Hannes hat straight Flush Draw plus Middle Pair, called die 95 Bet nur, Pots sind 355. Turn der König, interessante Karte, weil Leon da geneigt sein kann, weiterzuspielen, so ist es. Er spielt 150, was auch aussieht wie eine Value Bet. Hannes hat den Straight Flush Draw, hat das jetzt Second Bottom Pair, also wird er callen, wird sie nicht vertreiben lassen. Aber wenn River prickt, denke ich, dass Leon die Hand gewinnen kann. Im Pot sind jetzt 655 drin. Und River das Ass. Wow. Das heißt, Straße liegt auf Board, 3 Kreuz. Leon wird reinhauen, pass mal auf. Und Leon macht eine massive All-In-Overbet. Und Hannes sitzt da und muss sich jetzt fragen, läuft er denn gegen den fertigen Flush oder will er aufs Splitboard callen? Ich meine, es war er foldet und Leon zeigt die 6-5. Schön nochmal reingestichelt bei Hannes, der hat Temperatur. Das ist die Action, die wir sehen wollen. Dass wir Lost Signal haben, oh je, das ist natürlich immer noch schwierig. Da ich, I don't know if Morpheus is listening to us, so, but I guess he's already knowing, so let's see. Ja, Leon also mit dem Bluff durchgekommen. Aber ich glaube, auch wenn Blank River gekommen wäre, hätte er die Hand auch gewonnen. Oder? Wie siehst du das? Ich meine, ich glaube, der Hannes hätte da Tilt gecallt. Ja. So, nächste Hand. Button ist beim Russland. Small Blind und Big Blind beim. Du weißt es besser. Small Blind Manuel und der Lester aus Holland. Und Lester aus Holland, genau. Wir alle folgen zum Button. Okay, vielen Dank. Und diesmal spielt er jetzt, genau, er spielt als Dame, Raised auf 60 im Small Blind.
Ja, wir haben Straddle auf 20, genau, vom Leon, muss man dazu sagen. Also Button as Dame von Russland auf 60. Call von Manuel mit Dame Bube in Small Blind und Leon im Big Blind mit König Bube Colt auch. Also wir sehen zu dritt Flop, 220 Euro im Pot, As Dame, Russland, Manuel, Dame Bube und Leon König Bube. Und ich sehe, wir haben wieder Bild und wieder weg, oh je. Aber ich denke, dass daran gearbeitet wird. Flop kommt, 19-6 Rainbow, das oben heißt unten oben Manuel. Unten Gutshots für Leon und Overcuts für Russland. Also so, Leon donkt rein. Hälfte Pot, 100 Euro. 200, okay, gut. Manuel mit seinem oben, unten Call das Ganze. Ich sehe, wir haben das Bild wieder, gut. So, Turn ist ein Blank, das heißt eine gute Karte für Leon, denn Manuel kann sich ja mit Dame hoch nicht gut fühlen und ja, Leon tracked behind. River blankt und jetzt wird es interessant sein. Versucht Manuel den Pot zu klauen, denn ich denke nicht, dass er mit Dame hoch sich in Showdown wohlfühlen wird und denkt, dass er Pot gewinnt. Ich meine, er schlägt nicht viele Karten, aber er weiß auch von Leon seine Tendenz viel zu callen. Also er gibt die Hand auf und beide checken und Leon gewinnt den Pot mit König hoch. Ja, so, Bild ist wieder weg. Das heißt, wir bleiben erstmal weiter bei unserer Radiomoderation. Heute Pokerradio für euch aus dem Kings und hoffen, dass der Morpheus, der fleißig ist und auch uns eben den Ton wieder beschert hat, das Bild wieder zurückbringen wird. So, nächste Hand. Button Russland. Small Blind Manuel. Big Blind. Der Button wird ist gemoved auf Manuel, genau. Small Blind hat Lester und Big Blind Leon und Straddle vom Hannes. Vom genau, Hannes. Vom Hannes. Das macht jetzt auch ein bisschen auf. Hannes will jetzt spielen. Er, der guckt auch schon ein bisschen brass. Ja. Dominik hat eine tolle Hand, limpt mit 9er Pocket nur. Wenn das in Showdown geht, werden die Leute sich wieder genau das, wie du vorhin mit Ascendron gesagt hast, sehr, sehr, sehr tight Spiel. Die anderen limpen auch hinterher. Das heißt, Manuel called mit Ass 7 suited, Lester called mit 6-5 suited, Leon called mit 10-5 offsuit und wir haben einen Check vom Hannes mit Ass 8 offsuit im Big Blind. Das heißt 130 Euro im Pot. Wir sehen zu fünften Flop. Flop kommt Bube 8-7, 2 Herz. Das heißt, wir haben einmal Mittelpair vom Hannes, wir haben oben unten von Lester und wir haben 9er Pocket, was im Moment noch die beste Hand ist, vom Dominik mit Gutshot dabei. So, betten tut Dominik. Der Dominik mit seinem 9er Pocket, mit seinem Gutshot, er scheint sich also wohlzufühlen. Die Bube als Overcut stört ihn nicht so sehr. Und Lester mit seinem oben unten lässt sich nicht vertreiben von dem 75-Euro-Bet, callt das Ganze. Leon foldet sein 10-5, den Gutshot. Und Hannes auch. So, Turn ist eine 4, ein weiterer Herz. Dominik pickt ein Flush-Draw. Lester, der 6-5 Kreuz hat, hat Nuts Straße gemacht, aber hat kein Herz. Dominik checkt das Ganze am River und Lester wird jetzt sicherlich die Value-Bet machen mit der Straße. Und 280 ist im Pot. Er bettet 105 Euro. Ja, Dominik schlägt auf dem Board nicht so viel. Der Draw mit Herz ist gekommen. 9-10 war vorher schon gut. Das ist, aber wenn er selber 9 hat, unwahrscheinlich. Aber ich denke, ja, er bezahlt auch mit 105 Euro und schaut sich die Straße an. Das finde ich ist eine Sache. Auf dem Board, was bettet am River noch so in 280er Port mit 105 Euro, wo du mit 9er Pocket gut bist auf Bube 8, 5, 7, 4 König Board. Also ich finde den Call jetzt nicht so gut, weil dünn Value Bet mit 8 und 7. Weiß nicht. Ist ja, bestelle ich halt so ein Teil des Lester hat bisher noch nicht viel gespielt. Also Lester hat noch nicht gezeigt, dass er ja Moves auspackt und 3-4 bettet oder Bluffs gezeigt hat. Ich finde ein 9er Pocket schwach. Königin im Spot, einmal gegen Leon, aber ja, also das war vorhin ganz am Anfang, genau, wo es auch dann Preflop reingekriegt. Also ich finde den Call am River auch für 105 Euro, ja, das ist selten ein Bluff, dass du mit 9er Pocket eigentlich nur noch als Catcher hast. So, nächste Hand. Ja, vielleicht will Dominik sich auch einfach nicht jetzt rumschubst lassen. Der hat vielleicht jetzt, weiß selber, der spielt relativ tight und auch Info vielleicht dazu kriegen. So. Manuel im Cutoff opened auf 40 Euro mit Ass 7. Am Button Lester, der 10-4 jetzt suited hat. Der jetzt auch ein bisschen Spielelaune kommt und called. Die beiden sind Heads up. Genau, andere folden weg. 225 Euro im Pot. Dame, Bube 6, 2 Pik, 1 Karo. Lester hat Backdoor Flush Draw, Manuel Ass hoch. Turn kommt das Ass für den Manuel, der jetzt den Lead hat.
Ja, da sieht man uns beide. Du Scheiße, bin ich so dick geworden, oder? Ist ja Wahnsinn. Ja, das ist, macht das Blau und das Dunkelblau von dir aus. Hätten wir jetzt schwarz angehabt, wäre es besser gewesen. So, Manuel bettet jetzt seinen Top-Pair vom Turn. Lester hat Gutshot mit König. Für 60 Euro, 120 Euro Pot gibt es auf und ja, Manuel gewinnt einen kleinen Pot. So, jetzt wird gerade im Chat mal gefragt, warum der Herr Soßner nicht moderiert. Er ist leider, er muss morgen zum Arzt, morgen früh, der hat Rücken. Kein Mensch weiß genau was. Und da wurde ihm mal einen Tag Pause gegönnt. Schöne Grüße auch an Günther, wenn du uns zuhören solltest. So, ist der Martin kurz weg? Jetzt wird mal der unproduktive Kommentar von mir gehört. Ich werde jetzt hier nicht Hände genau erzählen. Ah, ich sehe gerade, da wurde von Leon gestraddelt und alle haben gefoldet. Na, Urlaub macht der Günther nicht, der ist, muss gesundheitlich heute mal pausieren. So, dann haben wir erstmal Hannes am Button, Dominik im Smallball, Ruslan, der ukrainische Spieler am Tisch im Big Blind, wir haben keinen Straddle. Okay, da kommen nochmal hier die Kings Roulette Rex mit in den Chat rein, der Espen. So, was haben wir da? So, wir haben einmal Race von Leon, Bube 9 vom Cutoff. Hannes am Button hat gecallt mit Bube 9, selbe identische Hand. Russland hat König 10 off, Flop ist trocken, 5-8-2. So, und da bin ich wieder zurück und ja, ich habe jetzt kurz mit Morpheus geredet, habe ihm mitgeteilt, dass wir deutschen Zuschauer kein TV-Signal haben. Die tschechischen Stream scheint zu funktionieren, also ich denke, dass Morpheus das checken wird und ja, hoffe, dass wir bald wieder euch auch das Bild präsentieren können und die Poker-Action. Ah, da habt ihr die Hand verpasst, ich dachte, der Russland, der ist einfach aggressiv, der hat Leon mit König hoch in Position gefloatet. Turn, kommt eine Dame, River bricked und er spielt einfach von vorne mal 150 an und Leon gibt seine Hand auf. Und es lagen 4 Kreuz da, beide hatten kein Kreuz. Ja, auch noch. Also von daher. So. Der Name ist übrigens falsch geschrieben, Espen. Das ist nicht Dietrich, das ist wie Marlene, original. D-T in der Mitte. So, nächste Hand, UTG Lester, limpt für 10 Euro. Leon hat 6-2, called auch. Er limpt sogar König, Dame, double suited, nicht vergessen. Okay, Hannes Cut-Off, raised mit 6er Pocket auf 50 Euro. So, Button, Dominik foldet, Small Blind, Russland foldet und Lester callt das mit König Dame. Leon mit seinen 6-2, fragt nach. Wir hören übrigens auch keinen Tisch im Moment, also wir haben keinen Sound vom Tisch, kein Bild. Heute alles schwierig. So, wir sehen auf jeden Fall einen Flop zu dritt. Hannes 6er Pocket, Leon 6-2, Lester König Dame, Flop König 5-4. Mit 2 Peak, das heißt, wir haben Gutshot für Leon, Lester mit Top Pair, Hannes mit quasi der Mittel Pair. Hannes bettet seine 75, Conti bettet, Lester callt das Ganze nur mit Top Pair und Leon mit seinem Gutshot callt das auch. Turn kommt ein Bube, Offsuit, also nicht Peak Bube. Und ja, jetzt spielt Lester vermutlich von vorne an, so ist es. Wie viel ist die Bet? 135. Ich denke, dass es ein bisschen wenig ist. Leon gibt seinen Gutshot auf und ja, Hannes callt extrem unglaubwürdig. Ist das ein Call? Ist das ein Call, was er da? Okay, er callt es. Er hat jetzt in dem Moment eigentlich nur einen Bluff-Catch auf dem Board. Jetzt kommt River auch noch das Peak rein. Peak 10 am River, Straße, alles möglich.
Wir haben den Sound vom Tisch nicht und wir haben kein Bild, also irgendwas. Den Tisch-Sound haben wir auch nicht. We don't have a table top. Genau. So, Lester mit der 2,75. Hannes gibt dann doch auf die Sechser. Das Schlimme ist, wir haben jetzt auch keinen Tabletop, wir können nichts zur aktuellen Stimmungslage am Tisch berichten. Und wie ich das sehe, haben wir einen Reset vom System gerade und hoffen wir, dass wir gleich